Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu Tonys Review. Heute stelle ich euch mal ganz kurz und knapp die Nightcore MT-06 vor. Ja, nachdem ich mir ja schon die Nightcore MH20 zugelegt habe und davon sehr begeistert war, was ihr auch in einem anderen Video von mir sehen könnt, zeige ich heute mal die MT-06, die ich mir jetzt für die Arbeit gekauft habe, ja, im Kugelschreiberformat. Die MT-06 wiegt 22 Gramm ohne Batterien. Ja, man kann Batterien und Akkus verwenden. 3xA-Batterien, 2 Stück. 2 Funktionen beinhaltet diese Taschenlampe. Ja, mit diesem Druckschalter hinten auf der Rückseite. Beim ersten Knopfdruck, sie schaltet immer auf Low ein übrigens. Wir haben 2 Stufen. Erster Knopfdruck, Low. Ja, ich fahre mal kurz ein bisschen weg. Und wenn ich dann nochmal kurz antippe, High. Im High-Modus 45 Minuten möglich. Im Low-Modus 5 Stunden und 15 Minuten. Ja, einmal 32 Lumen, einmal 165 Lumen. Ja, in der zweiten Stufe. Ja, dieser Edelstahl-Grip ist übrigens sehr stabil gefertigt. Das Ganze natürlich wieder kalt anodisiert. Die Beschichtung hier, diese Schwarzmatte. Ja, wer dazu noch mehr Details haben möchte, ich gehe heute mal nicht so auf die Details ein, bitte mein Nightcore MH2 Video mal anschauen. Ja, das habe ich ein bisschen länger gezogen und bin auch extrem auf die ganzen Specs und Details eingegangen. Ja. Ansonsten nochmal auf der Herstellerseite, ich blende es euch gleich nochmal unten im Video ein. Da kann man dann nochmal ganz genau nachschauen, wenn es einen interessiert, was die Lampe noch genau so für Features hat. Ja. Im Packungsumfang ist natürlich eine Gebrauchsanweisung dabei, dementsprechend dann halt auch wieder neue Dichtringe. Ja. Die Gewinde sind gefettet, vorne wie hinten. Und falls die Dichtringe mal nicht mehr dicht sein sollten, weil die Lampe auch eine Wasserdichte hat, von 2 Metern, also wasserdicht bis auf 2 Meter, stoßfest, ja, Mineralglaslinse, Cree-LED, ne, komplett aus Flugzeugaluminium gefertigt, also wirklich als Kugelschreiber-Taschenlampe eine ganz tolle Sache. Bin ich auch sehr begeistert von, gut verarbeitet. Wenn das hier stört, was ich damit jetzt hinkriege, ja, wenn ich die ganz feste bewege, dann wackelt die Batterie hier innen drin so ein bisschen, man hört es. Aber ich sag mal, mich stört es persönlich nicht, weil im normalen Gebrauch macht man das nicht mit der Lampe. Aber wenn man sie hin und her wackelt, ja, wird man dann hören, dass die Batterie so ein bisschen nicht ganz plan hier drin ist, also nicht ganz auf Press hier drin ist. Dann müsste man vielleicht noch so ein Papier drum wickeln oder irgendwas in der Art. Okay Leute, das war's jetzt hier zu meinem Review. Ja, ganz kurz und bündig zu der MT-06, heute mal ein bisschen kürzer gehalten. Guckt mal unten nochmal in die Textbeschreibung rein. Da verlinke ich euch nochmal die genauen Details, auch für die Herstellerseite oder von der Herstellerseite. Und ja, freut mich auf ein nächstes Video. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das gefällt. Oder gebt mir einfach einen Daumen hoch für das Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Ciao.